Kompetenzinitiative OWL ist eine fantastische Möglichkeit, dass 4 Kliniken in der Region, das St. Vinzenz Krankenhaus in Paderborn, das Klinikum Bielefeld, Klinikum Detmold, aber auch das Klinikum Herford zusammenarbeiten, damit wir unser Personal, angehende Ärzte, auch Pflegekräfte, die im Katheterlabor arbeiten, gemeinsam trainieren können, um eine maximale Qualität in der Durchführung dieser Maßnahmen zu haben, aber auch das Risiko für Patienten zu minimieren. Und von daher glaube ich, ist es einzigartig, dass 4 große Kliniken nicht alleine als Einzelkämpfer tätig sind, sondern gemeinsam diesen Ausbildungsgang machen. Der Hauptvorteil des Katheterkurses aus meiner Sicht ist, dass wir den jungen, noch relativ unerfahrenen Kollegen im Original-Setting, im Katheterlabor oder Hybrid-OP eine wirklich gute Simulation anbieten können, wo man nicht aus eigener Erfahrung weiß, innerhalb von ein paar Minuten nicht mehr merkt, dass es eine Simulation ist, sondern man glaubt sich wirklich in der Realität, ohne eben Patienten unnötig damit zu gefährden. Ostwestfalen-Lippe ist eine Flächenregion mit etwa 2 Millionen Einwohnern, mit mehreren Schwerpunktkrankenhäusern, die bereits heute an der Akutversorgung von Gefäßpatienten und Herzinfarktpatienten teilnehmen. Das Ziel der OWL-Initiative ist, alle Beteiligten, also Schwestern, Pfleger und die Ärzte auf gleichem hohen Niveau ausgebildet zu haben, damit die Akutversorgung dieser Patienten gewährleistet ist in der Fläche, an allen Standorten und wir damit auch für die Zukunft, für diese Patienten eine hohe Überlebenschance gewährleisten können. Teamwork ist entscheidend für die Versorgung von Patienten mit akuten Herzerkrankungen. So haben wir, 4 Chefärzte in Ostwestfalen-Lippe, uns quasi als Team zusammengetan, um unsere Herzkathetermannschaften, Ärzte wie Krankenschwestern durch regelmäßige Simulatortrainings in der Notfallversorgung von Patienten zu trainieren. Wir glauben, dass dieses Modell auch für andere Gesundheitsregionen in Deutschland als Beispiel dienen kann.